Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Als allererstes möchte ich Marios Tochter Lilly grüßen, die uns gestern auf Arbeit tatenkräftig unterstützt hat. Jetzt nicht fragen, was arbeitest du, das bleibt trotzdem geheim, außer für die Leute, die es bereits wissen. Aber worum soll es heute gehen? Ich möchte mich mit euch ein kleines bisschen unterhalten. Jetzt denkt ihr, warum will das sich jetzt mit uns unterhalten? Spielen, Spiel oder so? Spiele spielen tue ich eigentlich oft genug, aber ich mache es zu selten, dass ich mich bei euch bedanke oder dass ich mich mit euch wirklich unterhalte. Ja, er sagt jetzt, antworte doch auf Kommentare und sowas alles drum dran. Mache ich ja schon, aber ich kann die Masse an Kommentaren kaum noch überblicken. Ich dachte jetzt, bist du noch ein kleiner YouTuber, was ist da eine Masse und sowas alles drum dran? Ja, es ist halt so, ich habe 2000 Videos und auf fast jedes Video kommen immer Kommentare und manchmal sehe ich nur die Kommentare und weiß gar nicht mehr, zu welchem Video das gehört und kann dann nicht wirklich richtig drauf antworten. Ich versuche schon immer bei den neuesten Kommentaren immer ein bisschen reinzugehen und da zumindest den Überblick zu kriegen, dass ich auf bestimmte Themen halt mit euch eingehen kann. Zum Beispiel viel wird auch gesagt, ja, bist du mit Sari im Streit? Ihr macht kaum noch was zusammen und sowas. Das liegt aber daran, Sari nimmt so gegen 20 Uhr immer auf und da bin ich noch lange auf Arbeit. Ich komme meistens erst gegen 22, 23 Uhr nach Hause und da liegt er schon meistens in der Koje und ich fange dann erst an, meine Aufnahmen zu machen. Wo wir gerade bei Sari sind, vor kurzem war es so gewesen, Sari hat einen Stream gehabt auf Twitch und ist unten verlinkt. Ja, kleines bisschen Werbung kann man ja auch mal machen, ne? Er hatte im Stream, ich hatte mal kurz reingeschaut, weil ich eine kleine Spende da lassen wollte, also 10 Euro oder so. Und er meinte dann, ja, ihr könnt ja mal ein Bild von mir zeichnen und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht, du Sari, ich mal einfach mal ein Bild von dir. Hab's dann natürlich auf Twitter rausgehauen und er hat es auch im Stream selbst gezeigt. Er fand es gar nicht so lustig, ich kann es euch hier mal einblenden. Sari als Ei. Okay, darauf hat er natürlich auf Twitter einen kleinen Post gemacht, wo er sagt, ey komm, jetzt zeichnet ihr den Cloud und macht den mal richtig fett, wie der in seiner Bude sitzt mit der Klimaanlage und so weiter und was mit Herr der Ringe war noch, ich hab's euch ja hier gerade eingeblendet. Und darauf hat, ist das Kunst oder kann das weg, mit diesem Bild reagiert. Er hat das Bild mit GIMP gezeichnet, das ist ein kostenloses Malprogramm und ich hab's gefeiert. Ich meine, als YouTuber, da muss man das mit Humor nehmen, wenn man auf die Schippe genommen wird. Und ich fand es auch richtig geil, also sich die Mühe zu machen, so ein Bild zu zeichnen. Und keine Ahnung, ich habe es einfach nur gefeiert, dass Leute sich echt die Arbeit machen für so einen Typen, der hinter einer Kamera sitzt, um denen halt Zeit zu investieren und ein Bild zu machen. Deswegen versuche ich jetzt auch großteils Handy, um mit euch ein bisschen mehr zu interagieren, nicht nur durch die Kommentarsektion oder durch Spiele, sondern auf euch mal ein bisschen einzugehen, denn ihr seid eigentlich der Grund, warum ich hier weitermache, weil ich wäre sonst einfach nur ein Typ, der, wie gesagt, der sitzt hinter der Kamera, spielt ein Spiel. Wenn das keiner guckt, ist es ja sinnlos. Es macht keinen Sinn und deswegen großen Dank an euch, dass ihr so tatenkräftig dabei seid, die Videos liked und auch in der Kommentarsektion immer mir ein bisschen das Lächeln aufs Gesicht zaubert. Also manchmal hast du wirklich Witze dabei, du hast hilfreiche Kommentare dabei. Es gibt zwar immer die Leute, die einfach nur Erster schreiben und keine Ahnung, mit den Kommentaren kann ich nichts anfangen. Aber es ist schon lustig, so als kleine Person, also ich als einzelne Person, Kontakt habe mit so vielen Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich hatte ja vor ein paar Tagen einfach mal einen Community-Post rausgehauen auf YouTube, wo ich Freundschaftsanfragen von Pokémon Go annehme. Und das war schon recht witzig, wie viele von euch, also bis jetzt sind es 161, nicht jeder guckt in die Community-Zeile rein, aber wie viele von euch dazugekommen sind, einfach nur, um mir Geschenke zu geben. Danke dafür, man kann aber nur 50 am Tag annehmen und deswegen sind hier noch so viele drin offen, aber ich finde es recht interessant. Nicht, dass ich jetzt hier total der Stalker von der Community bin, das sind sowieso zu viele. Aber ich finde es immer interessant, wenn man zum Beispiel irgendwo drauf tippt und man schauen kann, von wo auf der Welt ihr zum Beispiel kommt. Ich finde es echt interessant, aus welcher Ecke Deutschlands oder auch von woanders, keine Ahnung, ich kann das nicht beschreiben, dass man nicht nur der Nachbar von jemandem ist, sondern dass weltweit einem Menschen zuschauen, da möchte ich mich, ehrlich gesagt, ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß, das klingt alles ein bisschen blöde und was quatscht da dann sowas alles. Ich hatte mir vor einiger Zeit was überlegt,
Ich mache natürlich Let's Plays weiter. Es geht, Ark geht weiter, Conan geht auch bald weiter. Und natürlich Jurassic World und so weiter, was alles auf mir in die Finger kommt. Natürlich, das mit Pokémon Go hat natürlich einen kleinen Sinn, weil ich glaube, November kommt für die Switch Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli und das möchte ich auch in meinem Kanal bringen und deswegen braucht man Pokémon Go, weil ich dann noch ein paar Tiere drauf habe, die ich dann rüber switchen will. Switch auf die Switch. Ich weiß, der war schlecht. Nicht nur das, ich überlege eigentlich schon seit mehreren Wochen, ob ich vielleicht meinen Kanalfeed erweitern will oder einen zweiten Kanal erstelle. Wie gesagt, ich liebe es, Videos zu machen. Nicht nur Let's Plays, sondern allgemein liebe ich es, Videos zu machen. Ich filme zum Beispiel privat sehr viel, ich fotografiere sehr viel und würde auch gerne daraus ein bisschen mehr machen, als ich jetzt momentan mache. Ich meinte, ich könnte ja vloggen, dazu fehlt momentan noch ein bisschen die Zeit, kann ich mir aber in Zukunft vorstellen. Kommt natürlich darauf an, was ihr davon haltet, ob ihr sowas interessant findet oder nicht. Ob ihr sagt, ja, macht das lieber auf dem Extra-Kanal oder macht das auf diesem Kanal. Da bin ich immer noch selber ein bisschen im Zwiespalt. Und ich meine, es würde ja keinen Sinn machen, wenn ich beim Handy rumrenne und mich die ganze Zeit selber filme. Erstmal die Qualität ist ja von dem Handy immer nicht so geil, gerade im Lowlight-Bereich. Wenn es dunkel wird, dann siehst du halt mit dem Handy nichts. Der Ton ist auch nicht gerade der beste, gerade wenn Hintergrundgeräusche und sowas alles drum und dran da sind. Deswegen hatte ich mir vor einiger Zeit meine Sony Alpha 6500 besorgt, auch mit Mikro dran und einem Sigma 16mm. Weil dieses 16mm hat eine Blende von 1.4 und da kann ich auch in etwas dunkleren Bereichen mit, ja, geringschätzigen ISO-Bereich noch arbeiten. Bevor du jetzt sagst, hey, du hast doch eine Canon 80D mit Schwenkdisplay, da kannst du doch viel mehr machen draus. Ja, das Problem ist halt, das ISO-Rauschen ist halt ein bisschen bekackt von der 80D, die ich jetzt hier habe. Allgemein, ich bin eher der Freund, dass ich auch 4K habe, um in Videosituationen zum Beispiel reinzukroppen. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Aufnahme machst, wo du halt reinkroppen willst bei 1080p von der Canon 80D, sieht halt der Crop-Bereich ein bisschen kacke aus, wenn du so ein bisschen reinzoomen willst ins Video. Weiß, man kann übers Objektiv zoomen, aber das sieht halt nicht so geil aus. Wie gesagt, die kleine Kamera, die beherrscht halt 4K. Dadurch kann ich auch qualitativ höherwertige Videos machen, was eigentlich auch ein Ansporn ist, dass man halt nicht mit dem Handy halt rumrennt. Das sieht halt einfach nur qualitativ ein bisschen scheiße aus. Bevor du jetzt sagst, ja, Full-Frame-Kamera, zum Beispiel Sony Alpha 7S oder die R-Reihe, die sind doch qualitativ noch besser, haben Full-Frame, kannst besser mit dem Bokeh arbeiten und sowas drum und dran. Aber die Dinger sind einfach nur scheiß schweineteuer. Also ich meine, ich glaube, so eine Full-Frame-Kamera von Sony oder, na gut, von Canon will ich die auch nicht haben, die sind im Lowlight auch total kacke. Aber die Sonys, die sind halt so 2500 Euro und das ist echt happig. Also ich meine, ich verdiene im Job zwar gut, aber auf YouTube, da, es ist immer noch ein Hobby. Also YouTube ist immer noch ein Hobby und da kann ich mir nicht solche teuren Dinge leisten, wo es sich gar nicht rentiert im Endeffekt. Und ja, so eine Sony A7S 1, 2 sind wirklich, das sind Nachtsichtgeräte, die Dinger. Machen auch natürlich ziemlich geiles Bild. Das Problem ist halt, die sind bockenschwer und die Objektive sind dazu auch noch ziemlich teuer, weil so ein Full-Frame-Objektiv, das kostet ein bisschen was. Und hier bin ich eigentlich schon recht gut bedient. Man kann 4K aufnehmen. Es kommt eine richtig gute Qualität raus. Die Akkus sind scheiße. Ja, wenn man einen Tag damit aufnehmen will, braucht man 5 Akkus, um über die Runden zu kommen. Wenn der Canon, das schafft man mit einem Akku 2 Tage. Aber man soll ja nicht immer über alles meckern. Ich finde das Setup ganz geil. Ich will es irgendwann mal ein bisschen einsetzen. Überlege halt noch, ob ich es auf diesem Kanal mache oder auf einem anderen. So, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ich will die 10-Minuten-Marke nicht knacken. Das heißt, du hast auf 10 Minuten gestrickt, nur um zweimal Werbung reinzumachen. Den Gefallen tue ich dem Kommentarschreiber nicht. Gut, wie gesagt, ich habe jetzt 1000 Mal bedankt. Ich freue mich natürlich immer wieder, für euch Videos zu machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut. Ciao. Und bevor jetzt einer schreibt, wann kommt wieder Ark? Ich bin gerade in der Eventvorbereitung und ich kann jetzt nicht mehr alles zeigen. Ne? Also jetzt aber.